Moin Moin und Hallo. Weiter geht's mit Shantae and the Seven Sirens hier auf Gerste EP. In der vergangenen Episode haben wir den Auffrischungstanz von unserer Freundin Vera gelernt, die wir befreit haben und deren Glücksamulett wir gefunden haben, nachdem wir für den Forscher die sechs waren es, glaube ich, sechs Muscheln gefunden haben von einer Seekuh. Er dachte, sie kommen von einer Meerjungfrau, aber man kann sie auch mal täuschen. Und ja, diese Ladezeit war, glaube ich, gerade umsonst, es sei denn, ja. Denn ich glaube, im gelben Gebiet ganz rechts geht's jetzt weiter. Da wollen wir mal als nächstes hinreisen. Sehr hinreisend, die ganze Sache. Okay, der war echt schlecht. Ja, mal schauen, was uns da dann erwartet und ob wir da auch schon auf die dritte Sirene treffen in dieser Folge. Mal schauen. So, wo ist denn hier der Teleportraum? Hä? Ach, da oben. Dann wollen wir mal ganz nach rechts reisen. Ein Glück haben wir den da schon freigeschaltet. Ach, und ich habe mir schon wieder keinen Zauber gekauft. Mein Gott. Vielleicht gibt es ja ein Achievement dafür, dass man keine Zauber benutzt während des Spiels. Erinnert mich einfach mal dran. Schreibt mal in die Kommentare, dass ich einen Zauber benutzen soll. Sonst vergesse ich das echt wieder. Ja, und ihr seht auch schon an meinem T-Shirt, das ist wieder eine... Nein! Oh! Das ist wieder eine etwas längere Aufnahmesession hier. Ja. Das heißt, ich kann nicht direkt auf die Kommentare reagieren. Aber das Spiel macht halt einfach so Spaß. Da will ich immer... Am liebsten würde ich es in einem Rutsch durchspielen, aber... Nein, das wäre dann zu viel des Guten, denke ich. Und ich kann auch noch weniger auf Kommentare eingehen dann. Dadurch, dass ich es ja... Okay, hier komme ich noch nicht weiter. So, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz eben angefangen habe. Aber... Das macht ja nichts. Die leichte Verpeiltheit kennt ihr ja schon von mir. Oh. Tschüss. So, Blobbies. Oh, schön. Zwei auf einen Streich. Mann. Mann. Dig this. Der Spruch ist so gut, ey. Noch ein Nugget. Mann. Sechs haben wir jetzt schon? Oder sieben? Ich habe keine Ahnung. So, hier kommen wir wieder nicht weiter. Hier müssen wir schwimmen. Oh, und hier ist noch ein kleiner extra Raum. Die Updates machen sich schon echt bezahlt, die Upgrades. Noch ein Nugget. Sehr schön. Aber hier kommen wir wieder nicht weiter. Mann. Ja, okay, dann geht's hier scheinbar doch nicht weiter. So, lila Gebiet haben wir geklärt. Was ist im blauen Gebiet? Gab es da noch irgendwas? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo es weitergeht. Noch mal in die Stadt. Beziehungsweise da oben, direkt über uns und dann rechts. Mal gucken, ob es da weitergeht. Mann.
Ja, ist doch gut. Oh Gott. So geht's ein bisschen schneller. Ich hätte schwören können, da unten geht's weiter. Aber gut. So kann man sich täuschen. Aber das ist ja auch das Schöne. Man kann schön viel erkunden hier und immer mal wieder an die Orte zurück, wo man schon mal war, weil man ständig neue Fähigkeiten kriegt und... So, mal kicken. Schön bisschen... Okay, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Schnarch, schnarch, so müde. Bitte nicht aufwecken. Ich fühle mich noch nicht... Ah, ich fühle mich noch nicht aufgefrischt. Okay. Wink mit dem Soundfall verstanden. Hä, wo geht's denn da runter? Hier? Ah. Na, dann wollen wir ihn mal auffrischen, den Guten. So, sehr schön. Oh, was war das gerade? Guter Herr oder gute Frau? Ich bin so wach, dass ich das Gefühl habe, mit einem Babyfahrrad Wasserski zu fahren, direkt zu den Sternen. What the? Juhu! Oh, meine Güte. Wie lange sind die Jungs und das Mädel schon dort unten? Ich muss die Winde laufen lassen und sie sofort hochziehen. Nicht erst später. Blitzschnell. Dalli, dalli. Ja, dann mach halt. Geh nicht über los, sammle kein Geld ein, wie man so schön sagt. Zurück. Ach, herrlich, Freunde. Dieses Spiel ist so gut. Wirklich. Warum steigst du nicht dort runter, um zu sehen, ob mit den Jungs und dem Mädel alles okay ist? Oder ob sie durchnässte und schleimige Skelette sind? Oh Mann, ich hoffe, es geht ihnen gut. Es ist deine Schuld, dass du mich nicht früher geweckt hast. Was? Stimmt denn mit dir jetzt nicht? Ahoy. Schau mal einer an, wer da ist. Willkommen an Bord des Metallfischs. Wie ich bereits erwähnte, unsere Mission ist es, alles über die versunkene Stadt zu lernen. Alle sagen, wir sind verrückt. Dass die unteren Ebenen verflucht sind. Böse Monster, bla bla bla. Aber wir sagen Nein zu konventioneller Weisheit. Lass uns zu einem Ort hinabsteigen, an dem Weisheit ohne Bedeutung ist. Ganz unten in der Nahrungskette. Willst du sehen, was da unten ist? Gleich, ja. Ich möchte erstmal mit den anderen nochmal sprechen. Wir treffen uns wieder. Diese netten Leute sind meine Mitwissenschaftler. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir wollten mit dem Metallfisch gerade noch tiefer tauchen. Hallo. Sind wir schon an die Oberfläche zurückgekehrt? Oder ist mein Tiefenmesser kaputt? Ja, sind wir. Wir können hier auch nochmal den Tanz testen. Aber hier gibt's nichts. Okay. Yes. Tief durchatmen. Metallfisch geht runter. Und hinab ins kühle Nass. Seid ihr sicher, dass dieses Ding sicher ist? Natürlich, du musst dir wegen nichts Sorgen machen. Wenn wir in Gefahr wären, würde uns der Annäherungsalarm informieren. Was ist das? Es ist nur der Annäherungsalarm. Nichts, über das man sich sorgen sollte. Lehne dich entspannt zurück. Ich bin nicht mehr entspannt. Immer mit der Ruhe. Das ist nur Wasser. Wasser ist der beste Freund des Seemanns. Es ist nur... Schaut vorbei, um Hallo zu sagen. Das ist alles. Und dieser heulende Lärm? Nur eine der Kreaturen der Natur, die Gabe des Meeres. Sie kommt, um ihren Respekt zu zollen. Mit einer freundlichen, metallknarrenden, rumpfzerquetschenden, freundlichen Umarmung. Es soll verschwinden. Wir sind tot, nicht wahr? So ziemlich. Das ist der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Oh, ich weiß. Wir könnten den Außenrumpf elektrifizieren. Vielleicht schreckt das Biest ab. Würde uns das nicht auch braten? Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Hä? Das Rütteln hört er auf.
Ich hatte das Gefühl, dass das klappt. Puh. Nächster Halt, der Meeresboden. Wow. Was für eine Action. Das war auch extrem laut gerade. Also ich musste auch ein bisschen lauter sprechen. Ich hoffe, man konnte alles verstehen. Aber es soll ja auch so sein. Ein schockierender Moment. Und ich glaube, Elektro ist das Nächste, was uns irgendwie zur Seite stehen wird als Element oder Fähigkeit oder wie auch immer. Aber das habe ich auch vom... Das habe ich auch vom Schwimmen gesagt und das haben wir immer noch nicht. Hier wären wir und völlig unverändert. Wenn du das sagst. Wann immer du an die Oberfläche zurückkehren möchtest, wir sind hier. Aber für den Moment, sei ein Schatz und überprüfe den Rumpf auf Beschädigungen, oder? Puh. Vorsicht, das Ding könnte noch da draußen sein. Und wenn das mal keine weitere Sirene ist. Oh, da bist du ja. Squid Baron? Squid Baron. Gut, für eine Minute dachte ich, du würdest nicht klopfen hören. Du hast auf das U-Boot geklopft? Du hast uns alle in Gefahr gebracht. Was auch immer. Hör zu. Das ist wichtig, deshalb musste ich mit dir reden. Geht es um die vermissten Mädchen? Ich habe eine Idee für ein Videospiel. Stell dir vor. Nicht jetzt, Squid Baron. Hör mir zu, das ist großartig. Ich werde der Star sein und... Ich sagte nicht jetzt. Wir sind hier unter in extremer Gefahr. Dieser Ort ist die Heimat fauler Kreaturen, die sich an deiner Seele erfreuen werden. Weißt du, du hast recht. Ich zeige es dir besser. Ich muss es einrichten. Was zum Teufel? Der Squid Baron ist auch auf dieser Insel? Ah, als ob ich nicht genug zu tun hätte. Geil. Ja, schön. Dieser guter alter Kumpel, der Squid Baron, den wir auch schon öfter mal getroffen haben in den Vorgängerspielen. Ich habe einen Dagron-Ball gefunden. Nice. Finde deine drei Dagron-Balls oder wie. Nur der Champion der Legende kann alle drei Dagron-Bälle finden. Patent angemeldet. Nice. Oh, sag mal, was ist denn das immer? Ach. Ach nein. Ach so können wir die machen. Schön, ja herrlich. Dass ich da noch nicht früher drauf gekommen bin. Oh yeah. Können wir die Pflanzen hier auffrischen? Nope. Ach, ist geil, dieses 8 oder 16-bittige in der Mucke. Das ist so, so gut, ey. Gefällt mir richtig. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, da unten sind wir, okay. Ich muss eindeutig unsere Fähigkeiten öfter einsetzen. Ich glaube, wir hätten schon easy doppelt so viel
so viele Diamanten, wie wir jetzt haben. Was sind wir denn nun? Ach, hier gibt's doch bestimmt gleich wieder ein Shortcut ins andere Gebiet. Ach hier, Squid Baron, hallo! Beweg dich, Squid Baron. Ich muss die vermissten Mädchen finden, sofort. Ja, ich gehe dir aus dem Weg, total. Aber zuerst muss ich dir meine Idee zeigen. Stell dir das vor. Du spielst den kühnen und gewagten Squid Baron. Warum? Naja, Fantasieerfüllung. Wessen Fantasie? Deine. Psst, du unterbrichst mich. Deine Aufgabe ist es, drei Dagron-Bälle zu finden, die hier versteckt sind. Ach, na schön. Aber danach verschwindest du. Laut der Prophezeiung bist du die Einzige, die die Dagron-Bälle führen kann. Und das liegt daran, dass du das Mal des Champions auf deiner linken Hand trägst. Das ist dumm. Ich bin ein Tintenfisch. Welche Hand ist meine linke Hand? Genug. Lerne es durch Praxis. Du findest die drei Dagron-Bälle in den Statuen, in die ich sie gesteckt habe. Jetzt geh. Echt? Ja, okay, eine haben wir schon gefunden. Eine Statue und ein Dagron-Ball. So, von daher war das ja schon mal ziemlich smart von uns, dass wir es da gleich mal ausprobiert haben. Na, Troller? Komm her. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Oder haben wir hier... haben wir die versteckte Plattform? Nein. Dann schauen wir hier mal weiter. Oh, ein Beamraum. Sehr schön. Hervorragend. Gibt's hier... Nee, hier gab's glaube ich nichts. Ah. Oh nein, nicht der Gegner. Mann. Dagron Ball Nummer 2. Nein, da war noch ein. So, einer fehlt noch. So, wo könnte der denn sein? Ging es hier nach oben oder kamen wir hier nicht hoch? Doch. Hey. Okay. Wir hatten in der letzten Episode haben wir auch irgendwo so eine potenzielle Sackgasse gefunden. Da hätte ich mal auch meine Fähigkeiten einsetzen sollen. Ach. Ah, hier ist wieder eine der Pflanzen. Was bringen die? Achso, die bringt Diamanten, okay. Ich könnte auch mal ein bisschen Magie wieder gebrauchen. Jetzt habe ich nicht auf die Karte geguckt. Haben wir jetzt einen Shortcut gefunden zum anderen Gebiet wieder? Oder? Mal kicken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, haben wir. Okay. Refreshing! So, gut. Ja, dann ist das jetzt halt mal so, dass wir die Ladezeit nochmal über uns ergehen lassen müssen. Ich finde die schon ziemlich lang tatsächlich, aber naja, gut, was soll's. Ich denke, vielleicht wird das noch irgendwie gepatcht oder so. So, kann mir mal irgendwer ein bisschen Magie geben, bitte?
Idee. So, hier einen runter links. Nein, nein, nein. Gott sei Dank. Ach so, ja, okay, hier war er. Da kamen wir noch nicht weiter. Jetzt waren wir hier rechts. Hier rechts waren wir auch schon, aber da war der Warp-Raum. Ah. Och Gott, komm schon. Dass mir auch niemand hier ein bisschen Magie gibt, das gibt's doch wohl nicht. Müssen wir uns, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, tatsächlich mal einen Trank dafür kaufen, glaube ich. Ach, hier kamen wir doch aber nicht weiter, oder? Nee. Da können wir noch an zwei Stellen nach unten gehen, dann probieren wir das mal aus. Oder haben wir zufällig einen Gegenstand, der auch... Ne? Ach doch, das füllt auch gleichzeitig die Magie auf, okay. Dann ist ja gut. Dann ist ja noch nicht Hopfen und Malz verloren hier bei uns. So, hier gerade runter... Wieder eine von den... Das gibt's ja wohl nicht. Was das wohl mit denen noch auf sich hat? Da bin ich auch mal gespannt. Hm. Statue Nummer 3. Na dann komm mal her, Mäuschen. Und das ist der dritte Dagron-Ball. Nice. Haben sie tatsächlich alle drei gefunden. So, hier geht's noch nicht weiter. Rechts ging es auch noch nach unten. Gucken wir mal. Oder war das hier Wasser? Ja, okay, das war Wasser. Gut, dann geht's wohl wieder auf zu Squid Baron. Und der war, wo war der? Da oben war der. Oh, du hast Questsachen mitgebracht. Bringst du mir die Dagron-Bälle? Die Quest ist erfüllt. Jetzt gebe ich dir etwas Gutes oder was auch immer und du wirst mächtiger werden. Verstanden? Das ist das Spiel. Kann ich jetzt bitte zu meiner Rettungsmission zurückkehren? Hey, wie du willst. Ich mache mich auf den Weg, um meine Investition zu überprüfen. Denk darüber nach. Puh, ich dachte, er würde niemals gehen. So, nächster Dungeon. Sehr schön. Ja. Ne, wir müssen tatsächlich ja noch ein bisschen bis zum Speicherpunkt zocken, auch wenn wir schon wieder recht fortgeschritten sind in der Episode. Aber ich glaube, da müsste ziemlich am Anfang gleich einer kommen. Ich glaube, so war das in den Vergangenen auch immer. Auf jeden Fall haben wir die drei Dagon-Bälle gefunden. Sehr schön. Boah. Oh, ist die Mucke, Freunde.
Oh, Teleporter. Ich brauche mich gar nicht jedes Mal ducken, ich weiß. Oh, was? Ach, ihr habt diese scheiß Noten gemacht. Okay, ich erinnere mich. Knochenfisch, endlich mal wieder ein neuer Gegnertyp. Na, wo gibt's den Speicherpunkt? Hier nicht. Oh, ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingstrack. Okay, da komme ich noch nicht hin. Wer bist du denn? Wow, wow! Da brauchen wir einen Schlüssel. Oh, blaue Schlangen. Okay, cool. Achso, hier war ich ja schon. Hä? Moment. Okay, dann muss ich hier runter. Was habt ihr für Angriffe? Boah. Oh. Na komm runter. Oh. Hui, kranker Silberfisch. Na, wie oft springst du denn noch? Unendlich? Okay. Na, lieber mal. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und auf jeden Fall bekommen wir hier irgendwas, was... Irgendwas, was mit den bröckeligen Blöcken zu tun hat. Ah, und unser Speicheronkel. Sehr schön. Ja, Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wir speichern hier und beenden die Episode. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne auch ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf GästeLP.